Am The Last of Us Day am 26. September gab es, fast wie zu erwarten war, endlich den ersten echten Trailer zur HBO-Serie von The Last of Us. Und ich freue mich mega darauf, weil ich natürlich ein großer Fan dieser Spielereihe bin und dementsprechend einfach auch gespannt bin, wie gut sie die Serie hinkriegen oder ob sie überhaupt gut werden wird, und habe deswegen auch den Trailer, ich glaube, inzwischen schon 4 oder 5 Mal gesehen und werde ihn mir jetzt noch sozusagen mit euch zusammen noch einmal angucken und dabei dann auf ein paar Sachen eingehen und euch einfach mal sagen, was ich gut und was ich vielleicht nicht so gut an dem bisher gezeigten Material finde. So, und dann schon mal richtig cool auch hier die Schilder mit den Warnungen, ja, und Report Signs of Cordyceps Infection. Alleine das zu sehen, dieses Schild oder diese Schilder an dieser Häuserwand und so. Und ich muss wirklich sagen, als ich das schon das erste Mal gesehen habe, da hatte ich schon direkt richtige The Last of Us Vibes. Und hier habe ich direkt ein richtig breites Grinsen auf den Lippen gehabt, muss ich euch wirklich sagen, oder im Gesicht gehabt. Das ist unverkennbar. Sehr gut nachgestellt. Joels Uhr. Gibt's nicht viel zu sagen. Alleine diese Liebe zum Detail schon wieder überragend. Und wenn wir weiter gucken, sehen wir eben Pedro Pascal als Joel. Und man könnte sich darüber streiten, aber ich persönlich bin hier schon mal der Meinung, Pedro Pascal ist, glaube ich, eine gute Besetzung, weil ich glaube, der kann ihn ganz gut verkörpern und man hat vor allen Dingen, der hat gute schauspielerische Leistung schon gezeigt. Und ich persönlich halte das für erheblich wichtiger als ein mehr oder weniger exakt gleiches Aussehen wie die Spielfigur-Vorlage. Das ist auch ein Thema gleich nochmal bei Bella Ramsey, die ja Ellie darstellt. Diese Szene hier auch mega geil, das sieht mir ganz klar nach einer Szene eher vom Beginn des Spiels aus, denn für mich sieht das ganz klar so aus, als ob wir hier Joel, Ellie und eben Tess sehen würden. Und das ist hier mitunter eine der geilsten Szenen aus dem Trailer, muss ich euch wirklich sagen. Alleine dieses Bild hier ist absolut bombastisch, weil es einfach aussieht wie eine, weiß nicht, Ultra-HD-Version von den Spielen. Das sieht einfach so authentisch gut nachgestellt aus mit den Gebäuden und dem Überwucherten und die ganzen Fahrzeuge in der Mitte. Das ist unglaublich gut gelungen, aber ich hoffe, ich erwische es jetzt. Jawohl, hier. Ich muss euch wirklich sagen, hier war dann vorbei. Hier an der Stelle habe ich schon gesagt, okay, das wird geil. Da freue ich mich einfach drauf, ja. Da bin ich einfach zu sehr Fan, um mich nicht darauf zu freuen. Ich will vorsichtig optimistisch sein, aber ich bin optimistisch, weil das hier einfach ultra gut aus dem Spiel übernommen wurde. Leute, das hören wir uns einfach nochmal an, oder? Diese Klickgeräusche. Und hier hat es dann, glaube ich, das dritte Mal auch bei mir Klick gemacht. Und hier habe ich dann auch wirklich nochmal gesagt, innerlich, geil. Was freue ich mich darauf, echte Klicker sozusagen zu erleben und das Ganze in so einer Film- oder Fernsehversion jetzt einfach mal zu haben. Da freue ich mich mega drauf und ich hoffe sehr, dass es den Entwicklern hier von dieser Serie gelingt, das einzufangen, was das Spiel ausmacht, also vor allen Dingen diese emotionale Bindung der Figuren natürlich gut drüber zu bringen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Ganze auch unglaublich brutal und heftig und schmutzig einfach zur Sache gehen sollte. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es auch genug Szenen gibt, wo man auch viel, ja, Infizierten und Klicker-Action sehen wird, die einfach mal über Menschen herfallen. Ist nicht schön an sich, aber ich hoffe, dass das Ganze eben gut und heftig dargestellt wird, weil nur dann wäre das auch irgendwie glaubwürdig, weil auch das ist ja Teil der Spiele, die einfach auch unglaublich brutal sind. Und hier zum Beispiel muss ich sagen, das sieht mir halt aus wie eine verstörte Ellie, muss ich wirklich sagen. Das funktioniert für mich. Ja, wir wissen es, das Gesicht passt nicht so gut, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Aber darüber muss man einfach hinwegsehen. Und auch das ist direkt schon so eine Szene, wo ich sage, ja, das ist eben das, was ich will. Ich will eine
Junge eine unbedarfte Ellie haben, die noch verunsichert ist und die auch schnell ängstlich ist. Und ich glaube, das bestätigt das auch, was ich einfach hoffe, dass Bella Ramsey dafür gut geeignet ist, weil sie das, glaube ich, auch eben genauso verkörpern können wird. Und direkt nur ein Schnitt später, wen sehen wir hier? Unverkennbar, das ist Marlene, die Anführerin der Fireflies, weil das ist sehr einfach, denn wir haben hier einfach mal 1:1 die gleiche Schauspielerin, wie es tatsächlich im Original auch der Fall ist. Das ist die einzige Ausnahme, glaube ich. In dem Fall also Merle Dandridge, die schon im Spiel Marlene verkörpert hat, und sie wird das auch in der Serie tun. Und das ist auch eine geile Szene hier. Die Rückblende, die kennen wir aus Left Behind, aus dem Zusatz-DLC. Auch hier bin ich sehr gespannt, wie das mit in die Serie verflochten wird. Ob das eher innerhalb einer Folge einfach aufgearbeitet wird oder ob das immer wieder eingestreut wird. So die Vergangenheit von Ellie und mit ihrer besten Freundin Riley. Aber das dürfte auch sehr interessant sein. Da freue ich mich auch sehr darauf, das nochmal in Serienform zu sehen. Oh, hier sind einfach so viele Szenen, die man mal durchgehen müsste. Unglaublich. Ich gehe mal zurück. Und da muss ich einfach sagen, hier schon eine Ellie, die auf der Flucht ist. Und diese Szene, ne? Absoluter Hammer. Sieht aus wie aus dem Prolog. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben auch der Fall sein wird. Auch mega geil. Das heißt, auch den werden wir natürlich in der Serie erleben. Und das ist ja wohl mit einer der geilsten Bilder. Geile Sache. Was freue ich mich auf diese ekligen Viecher. Und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und macht definitiv Lust auf mehr. Das ist fast schon mein Highlight-Bild aus dem Trailer. Und auch die Szene kennen wir ja. Das dürfte die Szene sein, wo sie auf das Kapitolgebäude gucken. So sieht es zumindest aus. Und ja, auch hier. Joel geht für mich voll in Ordnung und Ellie, das wird man einfach herausfinden müssen, wie gut das funktioniert. Ich bin immer noch der Meinung, das steht und fällt hier mit dem Zusammenspiel zwischen den beiden Schauspielern. Wenn das funktioniert, dann wird man ihr auch die Ellie abkaufen am Ende, auch wenn es optisch nicht so eine sehr gute Übereinstimmung gibt. Und dann sehen wir die beiden noch reiten und damit endet dann dieser Trailer von The Last of Us. Und dementsprechend, ihr habt es schon gehört, ich freue mich darauf, dass es 2023 endlich losgeht. Wann auch immer das genau der Fall sein wird. Von mir aus kann das schneller losgehen als später. Ich habe mega Bock darauf und ja, ihr habt es einfach auch gehört, während ich hier so ein bisschen diesen Trailer analysiere. Ich habe mega Bock drauf, weil ich The Last of Us halt einfach liebe und ich mir vorstellen kann, dass wir hier einfach eine richtig starke Serie bekommen werden. Ob das dann wirklich der Fall sein wird oder ob das einfach nur ein lauer Aufguss sein wird und vor allen Dingen jeder, der die Spiele schon gespielt hat, der einfach nichts an Mehrwert bekommen wird, das wird sich dann natürlich noch zeigen. Ich hoffe, ich konnte auf diese Art und Weise auch ein bisschen eben darstellen, was mir wie gut gefallen hat oder eben nicht so gut gefallen hat. Klar, ich habe es im Video mehrfach gesagt, ich habe auch natürlich ein bisschen Sorge wegen der Ellie-Schauspielerin, aber ich bin einfach voller Hoffnung, dass den Entwicklern der Serie auch bewusst war, dass das Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller am Ende wichtiger ist als eine, ja, passgenaue äußere Darstellung, sage ich mal, ja. Und von daher bin ich einfach sehr gespannt, was die Serie bieten wird und was sie vor allen Dingen den Kennern der Spiele bieten wird, ja. Das ist eine Sache, die mich mitunter am meisten interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das, was ich aus den Spielen kenne, das, ja, kenne ich halt einfach schon. Aber trotzdem bin ich auch da natürlich gespannt, wie sie das in Serienform adaptieren. Das wird einfach sehr spannend zu sehen sein. Von daher, ich kann es ehrlich gesagt kaum noch abwarten, wenn es endlich 2023 soweit ist, wann auch immer es soweit sein wird. Und wenn es dann soweit ist und wir noch mehr Material haben, ganz zu schweigen davon, wenn die Serie irgendwann läuft, werde ich natürlich auch weiterhin Videos zur Serie von The Last of Us machen. Bis hierhin soll es das aber gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ihr könnt auch sehr gerne in den Kommentaren mal schreiben, wie ihr zu der Serie bis hierhin steht. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video schon wiedersehen. Macht's gut, Leute.